Es gibt schlechte Neuigkeiten von Red Hat. Der Quellcode von CentOS bleibt nicht mehr in seiner bisherigen Form frei verfügbar. Und das hat Konsequenzen für eine ganze Gruppe von freien GNU-Linux-Distributionen. Welche das sind, was überhaupt passiert ist und wie es weitergehen könnte, das erfährst du jetzt in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu ULABS, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf uLABS.de findest du noch viele weitere Artikel und auch Videos rund um den Raspberry Pi sowie andere Inhalte aus unseren Themengebieten. Damit jeder von euch die aktuellen Unruhen verstehen kann, braucht es etwas Kontext. Red Hat Enterprise Linux entstand 2002 und ist auf Unternehmenskunden und deren Bedürfnisse abgestimmt. Dazu zählt etwa eine lange Versorgung mit Updates von bis zu 13 Jahren und eben Unterstützung durch Red Hat. Man bekommt nur beides zusammen, das heißt, man kann das Betriebssystem nicht ohne Support kaufen, wie zum Beispiel Windows. Im Gegensatz zu Windows ist es aber trotzdem eine GNU-Linux-Distribution, das heißt überwiegend freie Software. In dem Zusammenhang verlangen viele Lizenzen, wie zum Beispiel die GPL, eine Offenlegung des Quellcodes. Red Hat stellt zwar nicht die komplette Distribution ins Internet, aber den Quellcode der einzelnen Pakete. Daraus entstand 2004 SendoS, das ist eine GNU-Linux-Distribution, die komplett binär kompatibel zu Red Hat ist. Das kann man sich vorstellen wie ein Bauplan, von dem man zwei Häuser baut. Die sind dann komplett identisch und so ist eben Red Hat Enterprise Linux mit CentOS gleich. Der einzige Unterschied: CentOS bekommt man als fertiges Abbild komplett kostenfrei, dafür mit Support von der Community und eben kein kommerzieller Enterprise-Support. Über die Jahre hat sich Red Hat Enterprise Linux damit zum quasi Standardbetriebssystem für einen Großteil der Software entwickelt, die sich an Unternehmen richtet. SAP und Oracle sind hier nur zwei bekanntere Beispiele. Über viele Jahre existierten beide Projekte, das heißt entweder kommerziell mit Red Hat Support oder eben kostenfrei durch die Community unterstützt. 2014 stellte Red Hat sogar mehrere CentOS-Entwickler ein und unterstützte das Projekt damit durch Ressourcen. Das änderte sich langsam aber zunehmend, nachdem 2019 Red Hat von IBM gekauft wurde. Im selben Jahr wurde CentOS Stream vorgestellt. Statt einer stabilen, fertigen Version werden dort die Aktualisierungen fortlaufend und zeitnah verteilt. Das nennt man Rolling Release. Sendos Stream ist somit nicht mehr gleichwertig zu Reddit Enterprise Linux, sondern zu einem Testfeld dafür geworden. Ende 2020 wurde dann sogar das Ende von den klassischen, stabilen Versionen, also CentOS 7, CentOS 8, angekündigt. Dafür hat CentOS 8 Nachträglich einen extrem kurzen Lebenszyklus bekommen von 2019 bis 2021 und nur CentOS 7, also die Vorgängerversion, wird bis 2024 gepflegt, also so lange wie es ursprünglich für solche Hauptversionen üblich war. De facto ist CentOS damit für einen Großteil der Zielgruppe unbrauchbar geworden. Unternehmen möchten stabile, robuste Systeme, mit denen sie planen können. Daher sind verschiedene neue Distributionen entstanden. Rocky Linux zum Beispiel stammt vom ehemaligen CentOS-Mitgründer und ist mit genau dem Motiv gestartet, also man möchte wieder binär kompatibel zu Red Hat Enterprise Linux sein. Das vom Unternehmen Cloud Linux entwickelte Alma Linux hat das gleiche Ziel, ebenso wie Oracle Linux. Nun folgt ein Sprung zum 21. Juni 2023. An dem kündigte nämlich Red Hat an, den Quellcode von Red Hat Enterprise Linux nicht mehr öffentlich verfügbar zu machen. Nur noch zahlende Kunden können weiterhin darauf zurückgreifen. Auf der SendOS Mailingliste gaben die Entwickler auf Nachfrage am 22. Juni an, dass dies ab sofort für Red Hat 8 und 9 sowie jegliche zukünftige Versionen gilt. Eine Übergangsfrist gibt es nicht. Nur SendOS Stream ist davon ausgenommen, sowie das bald ohnehin auslaufende SendOS 7. Das hat nun viele Nutzer von Rocky, Alma und Co in Angst versetzt. Die fragen sich, was heißt das jetzt für Ihre Distribution? Wie geht es mit der weiter? Laut einem Forumsbeitrag vom 21. Juni waren die rock entwickler ebenfalls nicht darüber informiert worden. Sie geben zunächst ein Stück weit in Warnung, dass ihre Distribution dadurch nicht sterben wird. Aber ihnen ist selber noch nicht genau klar, was das in Konsequenz genau für sie bedeutet. Sie möchten daher erstmal eine kurzfristige Lösung entwickeln und später über eine dauerhafte nachdenken. Das klingt vernünftig, denn sie sind ja aktuell wie auch die anderen akut von Aktualisierungen abgeschnitten. Bisher wurde der Quercode immer auf git.centos.org von allen Red Hat Versionen verfügbar gemacht. Eben das wird ja für zukünftige Updates gekappt. Im Falle von Sicherheitsupdates wäre das natürlich hier erstmal ein Problem, aber langfristig wäre eben auch die Kompatibilität zu Red Hat nicht mehr gewährleistet. Es braucht also Lösungen. Das Team von Rocky Linux hatte am heutigen Tag, also am 22.06.2023, bereits eine Krisensitzung. Eine offizielle Erklärung ist noch in Arbeit, aber sehr positiv finde ich, dass das Team mit der gesamten Situation sehr transparent umgeht. In dem Forumsbeitrag ist ein Etherpad-Dokument verlinkt. Dort kann man den aktuellen Stand der Pläne nahezu in Echtzeit verfolgen. Zum Erstellzeitpunkt dieses Beitrages und Videos ist die akute Lösungsidee, dass man den Quellcode von CentOS Stream nutzt, um damit die Pakete zu bauen. Es gibt sogar Überlegungen, dass was man hier erarbeitet, nicht nur für Rocky selbst bereitzustellen, sondern auch für andere nutzbar zu machen, zumindest soweit das eben im rechtlichen Rahmen möglich ist. Doch das ist nicht ganz so einfach. Theoretisch befinden sich zwar alle Patche von Red Hat Enterprise Linux im CentOS Stream, es müssen jedoch die neueren, die noch nicht in Red Hat enthalten sind, gefiltert werden. Und dann gibt es eben teilweise noch Unterschiede, wie zum Beispiel die Versionsnummern, die es hier schwieriger machen, das richtig zuzuordnen. Eine naheliegende Idee ist, dass sich Rocky Linux und Co. eine Lizenz, also ein Abo bei Red Hat kaufen und damit ganz offiziell Zugriff auf den Quellcode bekommen. Doch einmal Linux hat dieser Idee schon eine Absage erteilt und tatsächlich verbieten die Lizenzbedingungen von Red Hat, dass man diese Leistungen von dem Abo weitergibt. Doch ist das mit der GPL konform? Sofern die Binärdateien mit Quellcode ausgeliefert werden, dann grundsätzlich ja, das erlaubt die GPL. Nur wenn man Binärdateien vertreibt ohne Quellcode, dann müsste man den Quellcode zu bestimmten Bedingungen auf Nachfrage herausgeben. Doch wie sieht es damit aus, dass Red Hat die Weitergabe in den AGB beschränkt? Laut GPL ist eine generelle Klausel, die es besagt, dass jeder, der das Ganze weitergibt, an den ursprünglichen Entwickler irgendeine Gebühr zahlen muss, unzulässig. Auch Einschränkungen sind nicht erlaubt, denn das Recht auf Weitergabe besteht immer, ansonsten wäre es unfreie Software. Allerdings wurde CentOS ja nicht komplett eingestellt und hier liegt nämlich der Haken, denn der Quellcode für CentOS Stream, der ist weiterhin verfügbar und wird es auch explizit bleiben. Da CentOS Stream die Testversion für Red Hat wurde, ist der Quellcode daher sogar öffentlich, noch bevor er in Red Hat gegen Bezahlung für die Abonnenten verfügbar ist. Sind solche Einschränkungen im Vertrag also legitim? Wenn ja, dann nur für die Binärdateien oder auch für den Quellcode? Ihr merkt schon, das geht hier ziemlich ins Detail und das sind Fragen, die abschließend wohl nur ein Anwalt oder Lizenzexperte klären kann. Fakt ist auf jeden Fall, durch diese Einschränkungen und Vermischungen mit CentOS Stream Machen es Red Hat-IBM den freien Projekten deutlich schwerer, weiterhin kostenfreie GNU-Linux-Distributionen anzubieten, die zu 100% mit dem kommerziellen Red Hat kompatibel sind. Red Hat möchte die wichtige Marktstellung der eigenen Distributionen im Unternehmensumfeld nutzen, um es der Konkurrenz, die ja kostenfrei ihre Software veröffentlicht, so schwer wie möglich zu machen. Da Red Hat Enterprise Linux ja nicht nur selbst viele freie Software mit Copyleft-Lizenz enthält, sondern darauf aufbaut, bleibt ihnen wenig andere. Handhabe gegen diese in Anführungsstrichen Konkurrenz. Anders lässt sich dieses Vorgehen nicht erklären, zumal schlussendlich eben nur Red Hat davon profitiert. Für die freie Softwaregemeinde also erstmal schlechte Nachrichten, aber schwierig heißt nicht unmöglich, das von manchen vorausgesehene Ende von Rocky Linux und Co. wird es daher wahrscheinlich nicht bedeuten. Man wird eher Wege finden, die von Red Hat in den Weg gelegten Steine wieder zur Seite zu räumen. Im besten Falle ziehen alle gemeinsam, also die ganzen alternativen Distributionen am gleichen Strang und entwickeln zusammen eine Lösung, die jeder nutzen kann. Ähnlich wie das ja das Amelinox-Team in ihren Überlegungen schon mitgeteilt hat. Soweit zum aktuellen Stand dazu. Schreib gerne deine Meinung auf Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.